Ich interessiere mich für den Iran. Schon allein aus beruflichen Gründen. Ich bin im Bundestag Vorsitzender der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe. Aber auch grundsätzlich habe ich großen Respekt für die jahrtausendealte Kultur der Iraner. Dies, zumal die meisten Iraner der Religion nicht besonders zugetan sind, wie immer wieder und gerade in den letzten Wochen sehr offenkundig wird. Religion und Regierung sind aber letztlich Sache der Iraner. Das ist Alexander Nabert. Herr Nabert ist Journalist bei der Tageszeitung Welt. Herr Nabert interessiert sich auch für den Iran, dies allerdings vorrangig wohl nur, weil ich mir zusammen mit weiteren Abgeordneten der AfD im Bundestag derzeit einige Gedanken zu einer eigenständigen Politik im Verhältnis unseres Landes zum Iran mache. Herr Nabert schreibt nämlich über die AfD. Er nennt sich selber einen investigativen Journalisten. Und er hat kürzlich zusammen mit einem Kollegen einen Beitrag bei der Welt hierzu veröffentlicht. Ach, und das hier ist nur das Vorspiel. Tatsächlich wollen wir uns gleich den Lebenslauf und die Ansichten von Herrn Nabert genauer ansehen. Denn Neugier und Fakten scheinen nicht sein größter journalistischer Antrieb zu sein, sondern wohl eher ein gesichert linksextremes und antideutsches Weltbild. Dass der Genderbeauftragte der Grünen Jugend und in deren Bundesvorstand war, sind ja noch die sozial adäquaten Details. Aber zunächst wollen wir uns diesen Artikel genauer anschauen und dann den Autor. Ich bitte um etwas Geduld. Lohnt sich. Schön ist zunächst einmal die Überschrift. Während das Mullah-Regime Proteste niederschlägt, wirbt eine AfD-Clique für mehr Handel. Eine Überschrift prägt einen Artikel typischerweise. Erfahrungsgemäß lesen die meisten Zeitungsleser nur die Überschrift eines Artikels. Die Botschaft ist in diesem Fall aber gesendet, ohne jegliche Begründung. Clique. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Clique hören? Im Zusammenhang mit Politik etwa? An einen Freundeskreis? An eine Rasselbande? Oder eher an, wie es in einem Wörterbuch in einem abwertenden Sinne steht, eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig Vorteile verschafft? Haben Sie in diesen Fällen, also bei der Anbahnung von Handelsbeziehungen mit fremden Ländern, auch an eine Clique gedacht? Naja, manche lesen bei einer solchen Überschrift dann noch gar nicht weiter. Siehe Leserkommentare zum Artikel in der Online-Ausgabe der Welt. Natürlich gab es auch viele negative Leserkommentare über uns. Dann schreibt Herr Nabert, dass ich bei einem Besuch beim iranischen Botschafter in Berlin ein Geschenk übergeben habe. Mit diesem Gastgeschenk, so scheint es, legt der Abgeordnete sich ins Zeug. Dass ich im Bundestag rechts außen sitze und ich mit dem iranischen Botschafter über das Atomabkommen mit dem Iran, den Handel mit dem Iran und mögliche Gaslieferungen unterhalten habe. Soweit. So richtig und dabei immer wieder wertende Signalwörter. Wir lobbyieren, ich versende Propaganda des Regimes, die Clique wolle die Iran-Politik der Partei entscheidend verschieben, nachdem es zuvor hieß, die AfD ist islamkritisch, was sie durchaus ist und bleibt, übrigens als einzige relevante Partei in Deutschland. Der Eindruck im Artikel, dass sich das ändern soll, ist schlichtweg falsch. Wesentliche Teile aus unserem Gespräch, ja, ich habe vor dem Artikel mit Herrn Nabert gesprochen aufgrund seiner Anfrage und unserem Antrag zu diesem Thema, diese wesentlichen Teile passen wohl nicht so ganz in die Geschichte, die Herr Nabert über mich erzählen möchte. Sie kommen dann einfach nicht vor. Und all diese Kleinigkeiten, die jeden Tag in der deutschen Presse vorkommen, vor allem wenn es um oder besser gegen die AfD geht, haben uns veranlasst, in diesem Fall einfach mal genauer hinzuschauen. Wer ist dieser Alexander Nabert? Ein neugieriger, aufgeklärter, linksliberaler Journalist auf der Suche nach der Wahrheit? Lassen wir ihn und seine Botschaften an die Welt da draußen selbst erzählen. Herr Nabert fabuliert nicht nur über den Volkstod der Deutschen, sondern er ergießt sich auch über sein eigenes Volk in Fäkalsprache. Übrigens hat er einen großen Teil dieser Informationen über sich selbst gelöscht. Wir waren aber so freundlich und haben seine digitale Spur aufgenommen. Es gibt nur einen Fall, der gegenwärtig meine Neugier weckt. Wir sind halt neugierig und auf der Suche nach der Wahrheit. Pech für Herrn Nabert. Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend war er auch. Was einem heutzutage sicherlich hilft, bei der Welt anzuheuern. Herr Nabert schrieb früher für die ehemalige Staatszeitung der DDR, die Parteizeitung der SED, besser bekannt und immer noch im Dienst als Neues Deutschland. Interessant ist dabei, dass Herr Nabert diese Autorenschaft in seiner Biografie auf seinem Profil auf Welt.de gar nicht erwähnt. Dort heißt es nur ganz allgemein, dass er auch unter anderem als Autor für andere Zeitungen tätig war. Das neue Deutschland fehlt, zumal mit einem wohlwollenden Gespräch mit einer gewaltverherrlichenden Antifa-Gruppe. Ach ja, Gewalt. Herr Nabert hat dazu auch ein besonderes Näheverhältnis. Aber hören bzw.
sehen wir selbst, was er dazu zu sagen hat. Nabert fabulierte nicht nur über Bombardierungen fremder Länder. Er hat auch einen regelrechten Hass auf das eigene Land. Er zitiert Lieder, in denen es um Brandbomben auf Deutschland geht. Wie tickt Alexander Nabert? Was sind die Leitlinien seiner Weltanschauung oder einfacher, worauf steht er? Machen Bundesvorstand der Grünen Jugend, Taz, SED-Zeitung und ein bisschen Deutschlandhass und Gewaltfantasien plus Ausrutscher? Einzelfälle? Ich habe bei Herrn Nabert auch angefragt und um ein paar Erläuterungen gebeten, wie man das halt so macht bei der Presse. Bis heute habe ich leider keine Antwort bekommen. Wie steht er zum Kommunismus? Distanziert er sich? Herr Nabert wollte sich offenbar nicht äußern. Und schau da, es finden sich immer mehr Bezüge des Herrn Nabert zu bestialischer, kommunistischer Ideologie. Vor nicht allzu langer Zeit warb Alexander Nabert nämlich noch für Karl Marx an Schulen. Er gratuliert anderen zum Geburtstag und nutzt dafür das Hammer- und Sichelsymbol. Er gratuliert dem Vorbeter des Kommunismus zum Geburtstag. Karl Marx, naja, er wollte eben ganz eindeutig den gewaltsamen Umsturz. Er wollte Exempel und Rache an verhassten Individuen. Er wollte den Terror. Er ruft ganz wörtlich zum Terror auf. Und am Ende waren eben über 100 Millionen tot. Wobei all die Liebe zum Kommunismus dann hier vielleicht doch wieder nicht passt. Die Free Tech Academy von Axel Springer wirbt noch damit, wie es sich Herrn Nabert gut gehen ließ. Über Venezuela schreibt Alexander Nabert, dass das gar kein sozialistischer Staat gewesen sei. Ist klar. Sollten sich irgendwelche Zuschauer noch nicht so gut mit kommunistischer Ideologie und Praxis auskennen, kann ich eine Dokumentation empfehlen. Gulag, die sowjetische Hauptverwaltung der Lager. Ich verlinke es Ihnen, Herr Nabert.